Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Freisling. Ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und bin hier zuständig für das Projekt Inverted Classroom. Und ja, wir haben jetzt hier eine unserer Keynote-Speakerinnen und freue mich schon sehr auf unser Gespräch und bitte, dass Sie sich kurz vorstellen, bitte. Mein Name ist Ingrid Isenhardt. Ich bin stellvertretende Leiterin eines großen Instituts an der RWTH Aachen, nennt sich Zentrum für Lern- und Wissensmanagement und Lehrstuhl Informatik und Maschinenbau. Das klingt spannend. Und wo ist Ihnen dort in Ihrer Arbeit schon Flipped Inverted Classroom begegnet? Ja, als Zentrum für Lern- und Wissensmanagement müssen wir ja so ein bisschen Vorreiter sein, auch für die gesamte Hochschule. Und wir haben in unseren beiden großen Vorlesungen schon viel Blended Learning, also die wir selber anbieten, für die Maschinenbauer im ersten und zweiten Semester schon viel Blended Learning-Elemente. Ich selber habe in meiner Vorlesung, die nennt sich Kommunikation und Organisationsentwicklung, da habe ich Flipped Classroom, setze ich da ein. Das Spannende ist ja, dass unter diesem Begriff sehr Unterschiedliches verstanden wird. Was heißt, Sie setzen es ein, beziehungsweise auch vielleicht auch im Hinblick auf die Key Lecture, was sehen Sie so als wichtige Gestaltungselemente dieses Prinzips? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es vernünftig einbindet, also mit verschiedenen Elementen verbindet. Wir binden das so ein, dass wir eine elektronische Vorlesung haben, also die können sich das zu Hause, wo immer sie möchten, können sie sich das anschauen, die Vorlesung, und dann kommen die zu mir in das, wir nennen es auch manchmal eher Diskussionsforum, und im Diskussionsforum wiederholen wir gemeinsam mit den vielen Teilnehmern, also wir haben dann immer noch 500, 600 da sitzen, wiederholen wir anhand von Fragen oder von Definitionen, wo Lücken drin sind oder verschiedenste Formen des Abfragens und des Diskutierens, versuchen wir dann, die Diskussion zu gestalten. Okay. Was sind sonst aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren für Flipped Inverted Classroom? Also Erfolgsfaktoren sind, dass die Studierenden wirklich vorbereitet in unsere Vorlesung kommen. Ne? Also wir legen ihnen nahe, nur zu kommen, wenn sie wirklich die Vorlesung in Gänze gehört haben und sich ein bisschen mit den Themen auch auseinandergesetzt haben. Und wenn die das aber getan haben, und ich schätze mal so 70% haben es getan, die anderen sitzen da, um zu hören, was die anderen machen und was sie für Antworten geben, aber die 70%, die machen aktiv mit. Wir machen dann auch Aktionen im Hörsaal, Wettbewerbe gegeneinander, zeigen Filme, und in den Filmen müssen dann entsprechend die Aufgaben gelöst werden, die wir ihnen stellen, die natürlich was mit der Vorlesung zu tun haben. Also ein Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall gute Vorbereitung. Der zweite ist, dass ich wirklich ein bisschen moderativ in der Lage bin, die Teilnehmer zu mobilisieren. Also wir haben immer mal wieder auch Inputs von Externen, die da sehen wir, dass es mehr oder weniger gut gelingt, die wirklich zu mobilisieren zur Teilnahme. Wir haben dafür ja auch ein Audience Response System. Also wenn so gar nichts kommt, dann kann ich immer noch eine Frage an die Wand werfen und dann voten die. Und dann kann ich ist auch eine Art der Interaktion, kann ich zu diesen Votes, ob sie richtig, falsch sind oder manchmal ist gar nicht richtig oder falsch, sondern einfach Meinungsabfrage, dann kann man darüber diskutieren und dann kriegen wir das schon, dass wir die Studierenden auch mobilisiert bekommen. Ja. Was spricht denn so die Evaluierung? Das heißt, merken Sie Effekte von Flipped Inverted Classroom auf so etwas wie Noten oder auf Beteiligung? Auf jeden Fall. Wir haben gestartet mit dieser Vorlesung, die weniger beliebt war im ersten Semester, weil sie ein überfachliches Thema hat und eigentlich aufs Berufsleben vorbereitet. Bei meinem Start in diese Vorlesung hatten wir eine Bewertung, die lag über 3. Das ist eine Bewertung, wo man sich in unserer Hochschule schon rechtfertigen muss. Und inzwischen sind wir so bei 2. Ja, und das ist für eine Massenvorlesung, eine Pflichtvorlesung, ist das richtig gut. Das heißt, wir haben um 1,5 Punkte unsere Bewertung verbessert. Wir machen zusätzlich zu der klassischen Evaluation, die Hochschule uns sozusagen vorschreibt, EFASYS, machen wir noch eine interne Bewertung, ganz speziell zu unserem Flipped Classroom und zu unserer Übung, die wir als Unternehmensplanspiel gestalten. Und da kriegen wir sehr gute Bewertungen. Trotzdem, die Studierenden eigentlich sagen, es ist viel zu früh im Semester, sie würden es gerne viel später haben, weil es aufs Berufsleben und auf Teamarbeit und so etwas vorbereitet.
Aber inzwischen kriegen wir auch gut dargestellt, dass das fürs Studium auch schon sinnvoll ist, zu wissen, wie Kommunikation, wie Teamarbeit und solche Sachen funktionieren. Weil wir sie auch dann in dem Hörsaal machen. Also wir mobilisieren die dann und sorgen dafür, dass sie wirklich dann in Teams arbeiten, auch mal merken, wie schwierig das ist, für so eine große Gruppe zu sprechen, solche Dinge, wo man also sozusagen das Wissen um Kommunikation versucht ins Leben zu bringen, also in die Kommunikation selbst. Sehen Sie auch einen Effekt auf die Noten? Ja, das müssen wir nochmal evaluieren. Bei uns ist es so, dass wir die Klausur, das ist eine elektronische Klausur, also so gestaltet haben, weil es eben auch eine überfachliche Abfrage ist, dass eigentlich, wenn man einigermaßen ja, gesunden Menschenverstand hat, sage ich mal, durch diese Vorlesung durchkommt. Ne? Insofern an den Durchfallquoten hat sich nicht so viel geändert, wohl etwas an der, und da hoffen wir auch diesmal, weil wir noch ein bisschen mehr auf die Klausur vorbereiten, in dem Flipped Classroom auch Effekte auf die Noten haben. Aber das ist nicht sehr groß. Gut, wunderbar. Dann freuen wir schon sehr auf eine spannende Keynote, die da ganz stark aus der Praxis kommt. Und ich bin sehr froh, dass wir Sie als Keynote-Speakerin gewinnen haben können. Und wir freuen uns schon auf die Konferenz am 23. und 24. Februar, wo Sie am zweiten Tag dann die Keynote, eine der beiden Keynotes halten werden. Vielen Dank, momentan. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir hoffen auch, wir sind voll in den Vorbereitungen schon drin, dass wir Ihnen da und Ihre Teilnehmer einen schönen, spannenden Vortrag machen.